Moin! Herzlich willkommen zurück hier zu meinen klaghaften Versuchen, automatisch Ballen einzulagern, dass man damit nichts mehr zu tun hat. Dafür sitzen wir jetzt hier schon wieder die fünfte Folge dran. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es jetzt bald mal funktionieren könnte. Wir beobachten das mal. Währenddessen setzen wir uns mal in den hier. Und fahren den mal hier aus dem Weg. Und fahren den mal auf Grasfeld 2. Grasfeld 14 könnten wir damit mal hin, ne? Schauen wir mal. Ist ein bisschen größer. Und das könnte man ja mal mähen. Und wenn das dann nämlich vollautomatisch geht, ist das ja cool. So, der andere entlädt seine Ballen automatisch. Sehr geil. Sehr cool. Oh, Sonnenblumen. Wir haben die 10-Millionen-Grenze erreicht. Dank unseres Verkaufs von Silage. Ziel ist ja, demnächst dann mal irgendwann Feld 45 zu kaufen, aber das kostet 14 Millionen. So. Grasfeld 14. Grasfelder habe ich ja immer im 100er Bereich. Da wäre das jetzt der Feldrandkurs 114. Den laden wir dann hier. Startposition ist die aktuelle Fahrzeugposition. Automatisch. Vorgewende können wir mal 3 machen. Und dann berechnen wir mal. G14 Big M. Fahrer einstellen. Nein, am Fahrer entlassen. Was soll der Quatsch denn hier? So. Warum fährt er jetzt nicht automatisch zum Entladen?
Warum fährt er nicht? Das verstehe ich nicht. Das funktionierte doch früher, also hätte ich wetten können. Funktioniert doch beim automatischen Abladen von Dreschern auch. Das soll er aber ja gar nicht. Das gibt's doch nicht. Experience, bitte hilf mir. Ich hab doch nichts anderes gemacht als bei dem anderen auch. Ja, soll es jetzt einfach abfahren. Gibt's doch nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Bin echt ratlos. Da muss ich tatsächlich noch mal in mich gehen, sozusagen. Das ist ja ätzend. Ja, total ätzend. Da im Moment echt keine Idee, woran das liegen kann. So. Wenn ich ihm jetzt sage hier, er soll abfahren. Abfahrer entlassen, nicht durch die Frucht fahren. Macht er das auch automatisch bestimmt? Aber
Das funktioniert. Das andere wird gleich nicht funktionieren, das Aufladen, wenn ich ihm hier sage, er soll, weil er ja auf einen Ladetrigger wartet. Den hat er natürlich nicht. Lassen. Lösch den Kurs nochmal. Da ihm jetzt beim Laden. Du bist jetzt ein Dingenskurs. Wobei das nichts ausmachen wird. Bei dem anderen habe ich es ja genauso eingestellt. Wenn er voll ist, fährt er einfach ab. Er wird gleich wieder sagen, er muss... er muss abgetankt werden, er muss entladen werden. Spart. Das ist ja jetzt auch albern, was hier passiert. Ich meine, das Feld ist hier gleich weg, aber das ist gleich leer, aber für die anderen Felder interessiert mich das ja. Das geht mir jetzt echt auf den Keks. Warum das nicht funktioniert? Ja, er ist natürlich mega schnell, dadurch, dass er keine Ballen presst. Auch ganz klar. Ja, dann machen wir hier nochmal eben ein bisschen sauber. Zeit ist eh um, ihr hört's.
Leerpaletten haben wir auf jeden Fall viele. Und dass das so bleibt, hoffen wir natürlich auch. Da läuft auch nichts mehr. Ja, müssen uns mehr um die Produktionen kümmern. Ich sag's euch. Warum auch immer da jetzt ein Loch ist. So, was brauchen wir denn hier hinten? Hier bei den Bienenkörben. Brauchen wir alles, wa? Leerpaletten und... Oh, ein bisschen unrealistisch, ne? Muss ich ja mal sagen. Will ja nicht meckern, ne? Aber... das passt gar nicht. Wie dem auch sei, wir wollen hier nicht immer überziehen. Morgen, Dienstag, gibt es, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe, die 400. Ausgabe. Also, schaltet morgen wieder ein. Seid dabei. Ich bedanke mich bei euch. Bis denn. Ciao.